In Hamburg Sapphire und damit herzlich willkommen zu einer weiteren SBB auf meinem Kanal. Und heute machen wir wieder ein 95 Millionen Coins SBB. Was heißt übrigens mal wieder, wir haben es letztes Jahr gemacht und heute machen wir es wieder zu AFC mit Pros. Was geht, Bro? Jo, was geht ab, Leute? Pros auch am Start. Ja, wir sind schon wieder in der Phase von FIFA angekommen. Man hat sich langsam hochgearbeitet. Jetzt steht man kurz vor den magischen 100 Millionen. Nein. Ihr habt euch hochgearbeitet. Ich mache immer nur so einmal. Ich habe letztes Mal 80 gemacht, jetzt auf einmal 95. Freunde, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, 1000 Likes. Und wir werden die 100 Millionen Coins SBB anpeilen. Aber dafür 1000 Likes sind auf jeden Fall drin. Check gerne Danny ab, Link in der Beschreibung. Ich würde sagen, ja, Bro, du spielst ja sogar 4-2-4. Ich halte hier mal rein, deine ersten drei Spieler. Yes, mit der Formation läuft ganz gut momentan, aber das hängt natürlich auch immer vom Snipen ab. Ich tue mal meine Spieler rein. Auf der linken Seite gibt es sehr viel Auswahl immer. Ich nehme heute mal wieder Neymar im Sturm und da bin ich mir eigentlich, also ich hoffe, dass ich den spielen kann. Eigentlich schreibt man den gegen mich nicht auf. Man weiß, dass ich den Toti nicht habe und der extinkt ist. Ich den also eigentlich gar nicht kaufen kann und den POTM benutzt man eigentlich nicht mehr, aber genau deswegen ist er trotzdem unauffällig. Es ist Mbappé, weil der bringt trotzdem noch 4 Millionen knapp oder was der SBC gekostet hat rein ins Team. Und willst du mich triggern, das ne? Eigentlich ganz geil. Ganz geil, ja stimmt, du musst ja diskarden. Verlierer muss Mbappé POTM diskarden. Das haben wir aufgenommen vor 2 Monaten und ich war der Verlierer. Also ich habe den auf jeden Fall nicht mehr, schade. Das war bitter. Und ich mach den Haufen an Münzen vorne, erhöhe ich noch. Lionel Messi tot, hier ist der Mann, den ich auf rechten Flügel habe. Boom! Ich schreibe immer mehrere Spieler auf, die mehrere Positionen füllen können. Und dabei ist Leo Messi am Start. Leo Messi, Ronaldinho und Best. Erster Snipe. Wichtig, Bro. Ganz, ganz wichtiges Höschen. Schade. Ja, okay. Bronzekeeper meint dann wahrscheinlich schon mal rein. Aber ich habe halt trotzdem noch einen Dreierangriff. Das ist halt das Geile bei der Formation. Selbst wenn er da vorne theoretisch eingeopfert hat, aber ich kann jetzt einfach über die andere Seite kommen. Hoffe ich einfach, dass das funktioniert. Ich habe auch aufgeschrieben. Spielst du eigentlich den 92er oder den 93er? Ein 92, 93 habe ich gar nicht mehr gemacht, weil ich mich verarscht gefühlt habe, dass direkt nachdem ich den fertig hatte, kam ein paar Tage später der nächste. Ja, genau sowas auch. Ich habe den 93er trotzdem gemacht, weil ich den 92er discarden musste. Okay, komm. Linker Flügel habe ich am Start, habe ich schon eingefügt. George Best, Bro. Und rechter Flügel habe ich am Start, das ist David. Kick it like David Beckham. Benutze ich manchmal im ZM, aber rechter Flügel kann nämlich auch ganz geil sein. Ja, Ronaldinho Messi auf Locker habe ich einfach aufgeschrieben. Das heißt, deine waren jetzt aber noch nicht so teuer. Das heißt, gleich kommen die Batzen. Ja, wir kommen zu den nächsten. Halt du mal als erstes rein, weil wenn jetzt sowas von mir gesniped wird, dann wird es schon langsam ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Also ich mach so, ich habe heute 2 Spieler aufgeschrieben, 2 Spielerinnen. Gut, dann darf der eine auf jeden Fall spielen und der ist auch eine Maschine, das ist Rullit. Und die andere, wenn du 2 Spielerinnen aufgeschrieben hast, kann sehr gut sein, dass du Puteas und Bomati so aufgeschrieben hast. Und Puteas wird auch kommen, ja. Poteas wird aber heute nicht bei dir kommen, Bro. Ich habe auch geschrieben Poteas und Bomati. Ich habe beide. Die kosten so viel, ne, die beiden Mädels. Und die spielt man einfach super gerne in Mio Coins SBB. Deshalb dachte ich mir, ich schreibe mal beide auf einfach. Es gab auch noch 100 andere Möglichkeiten. Es gab Männer, es gab Heroes, es gab Icons. Ja, aber du wirst denen gleich, warum ich darauf komme, okay? Ich füge mal bei mir ein, dann wirst du wahrscheinlich checken. Ich habe nicht am Start auf dem linken ZM. Willst du Poteas oder Bomati? Ich habe eingefügt. Hast du beide? Hast du einen? Ich weiß nicht, mir ist egal. Okay, also im linken ZM habe ich Puteas, im mittleren ZM spiele ich Jude Bellingham. Bellingol! Und im RZM habe ich am Start ich will den heute zocken, Freunde, weil der ein geiler Trainer ist. Er ist der beste Trainer der Welt aktuell, das ist Xabi Alonso. 3 Icons aufgeschrieben. Erzähl. Xabi Alonso? Der wird schon kommen und dann wird es wahrscheinlich hinten. Wahrscheinlich Xabi Alonso, oder was kostet der? Der kostet auch nicht mal eine Mio. Vieira, Zidane, Matthäus. Wichtig, Brudi, wichtig. Ja, ich habe so diesmal eine andere Taktik gewählt. Ich habe richtig teure Karten oder nicht so teure Karten. Ich habe nicht dieses durchgehend 3 Millionen, sondern entweder 15 Millionen oder 100k. Ja, ich check. Man merkt, wir haben sehr verschiedene Ansätze gewählt. Ich bin ja mit meinen Coins fast schon durch, wenn man die so zusammenzählt. Alleine hier schon hat man 15 Millionen, 10 Millionen, 7 Millionen. Allein die machen ja schon so viel aus, die haben auch alle teuer. Bei dir muss noch einiges kommen, bei mir nicht. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob du meine Außenverteidiger hast. Halt mal rein. Ich kenne dich, Danny. Manchmal, du übertreibst trotzdem. Da machst du extra ein bisschen teurer, damit man nicht genau die 45 oder Millionen da abpasst. Ja, 47. Ja. Aber bei den Außenverteidigern, da kommt nicht viel, sage ich dir. Die kosten zusammen, glaube ich, 100k. Links habe ich Acuña, rechts habe ich Carlos Soler. Ja, fair. Darfst du ja machen.
Also da hast du ja genug Coins schon. Ich habe Ona Butler, also genau, ich wollte weiter mit Barcelona Frauen gehen. Und Philipp Lahm dachte ich, diese Gott die Icon, das ist eigentlich eine coole Karte, könntest du spielen. Aber nö, schade. Okay, und bei dir müssen Banger kommen jetzt, also ich habe richtig teure aufgeschrieben. Bei mir kommen jetzt Banger, Bro. Linksverteidiger habe ich am Start Ona Butler. Also richtig geile Karte, kostet auch richtig viel. Und Rechtsverteidiger am Start heute bei mir ist, ja, kein Banger, aber geile Karte, Cafu. Mondi links aufgeschrieben, dachte ich auch, da werden die 7,5 Millionen mitgenommen. 7,5 Millionen, ja, safe. Und Zambrotta rechts, das ist halt auch eine neue Food Birthday Icon, die so 3 bis 4 Millionen kostet. So, da hätten wir nochmal, aber jetzt fehlt noch einiges in der Innenverteidigung. Ja, da habe ich schon ein Gefühl, glaube ich. Da habe ich schon ein Gefühl, was da kommen könnte. Aber ich gucke nochmal den Rechner nochmal nach. Mal gucken. Doch, weil aktuell steht 2-0 für mich. Und ich könnte jetzt hier mit einem 3-0 oder 4-0 vielleicht sogar einen Haken in das Spiel setzen. Ich habe die drei Spieler hier aufgeschrieben. Komm, erzähl mir denn, wen hast du? Ach, direkt 5-0. Ich mache mal den Innenverteidiger erstmal rein, weil davon wirst du absolut gar keinen haben. Ich habe mal Bobby Moore, SBC von Bobby Moore, sogar echt eine geile Karte. 300k sogar gekostet von Bobby Moore. Ja. Ist das schon was? Daneben haben wir Nesta Thunderstruck. Da sind wir bei den beiden sicher, diesen Undercover. Jetzt sind wir bei maximal noch 3. Jetzt sind wir maximal 3-0, also 5-0 kann es nicht mehr werden. Das war mir schon klar. Aber jetzt im Tor ist halt. Schreibt den irgendwie nie auf. Alisson. Alisson Toti. Petr Cech, Maldini und Ferdinand. Dabei bleibt es beim 2-0. Ich war mit 5-0 ein bisschen gierig, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich hab halt vorne im Mittelfeld so dick investiert und hinten konnte ich dann ein bisschen günstig machen. Wobei hat Alisson alleine ja auch schon an der Million kratzt, aber das war echt, das hat vorne mich halt ein bisschen rasiert, aber dafür hinten umso besser geklappt. Mal gucken, du musst halt hinten jetzt noch. Ja, okay, Bro. Ich füge auf jeden Fall ein. Ich habe am Start in der Innenverteidigung Hullet. Also sehr, sehr geile Karte. Ich habe in der rechten Innenverteidiger, boah, Digga, ich bin so aufgeregt, ich muss schon fast gar nicht, kann gar nicht mehr sprechen. In der rechten Innenverteidigung habe ich eine sehr teure Innenverteidigerkarte, aber ich muss diese teure Innenverteidigerkarte ja auch gehen. Ich habe am Start Virgil van Dijk, der ist extinct und ich weiß... Kannst du direkt rausmachen, sage ich dir, den kannst du direkt wegmachen. Also das klappt nicht zweimal. Okay, und jetzt können wir... Okay, das gefällt mir gar nicht. Im Tor, Bro, habe ich eine Icon, eine Totti-Icon, das ist Petr Cech. Und bitte lass mich den zumindest spielen. Du warst viel zu gierig mit 5-0. Da steht 2-2 in Hamburg. Danny! Das war ja ein ganz spätes Kampf. Danny! Du hast Xabi Alonso und ich mache einfach den Xabi Alonso. Hier 2x90 plus 2 treffe ich. Das ist es. 2-2. Stimmt, du hast ja Xabi Alonso getroffen. Stimmt. Und Van Dijk. Nein, ich hab nicht Xabi Alonso. Xabi Alonso, stimmt. Du hast gar nicht. Alonso. Wen hast du getroffen, Digga? Erzähl mal, wen hast du getroffen? Bro, Czech. Czech. Junge, ganz aufgeregt, Digga. Ganz dein Herz hoch und so. Das gefällt mir gar nicht. Zittern. Willst aber du Bronze? Das ist halt jetzt ganz böse. Du kannst Bronze Störmanns Tor tun, ne? Danny, nein, Digga. Nein. Oh, machst du Bronze Störmanns Tor oder Bronze Störmanns Tor? Ja, immer Bronze Störmanns Tor. Immer Bronze Störmanns Tor. Das wird Bro, Freunde. Ich muss nur schießen. Wir fügen die Spieler mal hinzu und dann lade ich dich mal ein. Okay, Bro, zeig mal her, was hast du für ein Team nochmal? Einmal kurz mal anschauen. Eieieiei, Remberg und Redmayne. Digga, dieser Redmayne bei dir, ne? Der hat auch schon langsam. Falls ich heute gewinnen sollte, ich will einfach diesen Mbappé haben. Mehr will ich nicht. Okay. Wollt ready für Weitschüsse? Rambo? Da oben rennen? Ah, ne, das ist ja Redmayne und Rambo jetzt auf einer Seite. Ah, okay. Nein. Da ist er direkt. Boom! Oh, er hat mich. Ja, mit Backflanken und so. Keiner muss reagiert, er wird getunnelt auch noch. Aber was muss ich hier? Muss Backflanken benutzen, Bro. Wir sind 95 Euro Coins SPB. Ey, wie geil ist das denn? Das ja, wusste ich gar nicht, dass der den Jubel hat. Egal ist das oder was. Also. Wusstest du das? Nee, ich bin geschockt, dass mein Keeper getunnelt wurde. Mann, egal was ich drück gerade, das ist falsch. Oh. Komm schon. Er faul auch noch, ne? Oder? Ja. Nein. So, da ein bisschen hinzielt. Dann steht es 1-1. Ich habe kein Torhüter, das ist echt scheiße. Der war richtig, richtig kurz chillen, bis es sich jeder ordnen kann. Und dann gehen wir ein bisschen auf Nerven. Ey, was? Boah, Junge, der macht sich aber Spiel des Lebens. Redmayne. Komm schon. Ja, und das muss ein Tor sein, ja. Das war knapp, hätte er den rausgewählt. Jetzt. Georgie Best. Richtig. Stark.
Elastico und das Schutt. Richtig, richtig, Zeit, Zeit. Koketter, aber ja. Alter, ja, Digga, heute. So, und jetzt kommt Rambo. Mit dem Traumpass. Der war eigentlich so perfekt, ne? Der war so perfekt gesetzt. Rambo, das kann ich. Sagt also wieder Rambo. Rambeck gewinnt da jeden Zweikampf, Alter. Er ist der Beste, komm, Rambo macht ihn unsterblich. Mit diesem Pass auf den Keeper. Er stolpert um Leben. Und jetzt, das Tor ist leer. Er hat nur, der wirft sich den selbst rein, ne? Der hält den Ball wirklich nicht weiter rein. Das ist krass. Jetzt, komm. Ja, ich muss mich vereinzeln. Wenn ich rangehe, ja, denke, ja, hast ja. Du. Das ist halt echt eine sehr undankbare Situation, weil ich das halt eiskalt bist, auch mit dem Trick. Tschüss! Wunderbar. Weiß gar nicht, wie ich steuere. Okay, das ist ein erlebtes Tor, Digga. Oh mein Gott. Das Tor ist leer, Digga. Geil. Digga, das ist Samura, ey. Er hat einen Job und den macht er optimal. Den macht er wirklich traumhaft. Nein! Ja. Nein! Oh! Digga, was hält der denn? Ach so, der legt sich den Ärmel. Jetzt wird schwitzig. Oh mein Gott, oh mein. Oh mein Gott! Was? Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Ich schwör, Digga. Ich mach alles kaputt hier, Digga. Ich schwör, Digga. Ich dreh durch. Was soll der, Digga? Was ist das, Digga? Ich krieg große Augen. Komm. Hey, das ist hinten und so. Ja. Xabi Alonso übernimmt. Xabi Alonso. Und wie Leverkusen. Das ist heftig. So, jetzt. Jetzt! Atme. Jetzt ist sogar mein Torhüter da. R9, du hast da oben gewuppt, Digga, ne? Uiuiui. Das war auch stark von dir gemacht. Mein Verteidiger tritt dich und meiner fällt hin, Mann. War alles gesehen. Oh, komm. Letzter Angriff. Moin. Letzter Angriff. Nein, das ist eklig, sowas zu verteidigen jetzt. Du oder die einfach. Auf. Du oder die. Nein. Ja, nein. Nein. Hallo! Digga, was zur Hölle? Oh mein Gott. Ey, Bro, wärst du dabei? Golden Goal? Verlierer muss zwei Spiele discarden? Golden Goal um zwei. Machen wir immer so. Auch wenn wir unentschieden sind, sind wir Golden Goal um zwei. Nie gehört diese Regel. Also man könnte theoretisch jetzt auch mit drei Unterschied noch gewinnen. Ja. Aber von mir aus, ich brauche nur einen guten Schuss. So. Okay, komm. Machen wir. Jetzt. Beckham. Beckham kann zum Held werden. Linienrichter. Linienrichter. David. Ich kann das nicht, Digga. Ah. Oh mein Gott. Ich bin immer noch Teampressing eigentlich. Geht das nicht mal leer? Ist irgendwie... Das ist gar kein Nachteil gefühlt, außer dass ich rasiert werde. Nee, die sind beide Bronx hier draußen, oder was? Ja. Oh, starker Move, ey. Oh, der war stark. Redmayne. Digga. Druck ist auf jeden Fall gerade da. Guck, ich hab doch große Leute. Ich muss den nur reinspielen auf Rullet oder so. Jetzt vielleicht konnte. Oh. Dein Bronze sichert ab. Dein Bronze sichert ab. Digga. Es ist so frech. Es ist so frech, wer da absichert, ne? Also, dann kann man auch hinten leer lassen nach der Ecke, wenn der Bronze absichert. Oh, GG. GG ist frei. Hä, hey, warum sicher dein Bronx haben? Das ist ein Skandal, ey, unfassbar. Yeah, ihr habt die Idee gehabt. Okay, das ist ja zwei Discards jetzt sogar. Ey, ich kann nicht gegen Teampressing, das ist so krass, wie oft ich das in der letzten Woche hatte, dass ich irgendwie so 3-4 Tore Vorsprung nach Teampressing vergeben hab. Alter, Steuerkreuz nach unten und dann nach links ist auch wirklich so, das macht so, keine Ahnung. Das ist geistkrank, so ein magischer Knopf bei den E-Sportlern, sagen doch immer. Also das ist ein magisches, komplett magischer Knopf. Danach hatte ich gefühlt keinen Schuss mehr, außer einem, wo du gut gemoved hast. Boah. Ah, hättest du da nicht gemoved? Dass mein Bronze-Stürmer den Schuss gehalten hat, ist auch insane. Oh, Bullet in also Winkel komplett. Aber ja, zwei Discards, ja. Ich mach's kurz und schmerzlos. Ich werde ein Paar nehmen heute. Ein Paar. Und ich werde beide ZMs nehmen. Okay. Okay. Es ist okay. Ich hab Acuna dort gehabt und Team of the Alisson, der kostet 800.000. Okay. Ja. Also knapp 1 Million? Ja, Acuna ist nicht so teuer. 830.000 sind zusammen, also kann man so sagen. Also knapp 1 Million.
Digga, wo waren die anderen? Boah, als du Paar gesagt hast, wusste ich nicht, wie ich mich fühlen soll. Weil es war entweder so ein Paar war richtig gut oder richtig kacke. Auf den beiden Flügeln zum Beispiel waren R9 und Neymar. Währenddessen waren halt auf den beiden Stürmerpositionen beide Bronze. Ne? Hättest du Stürmer gezündet, ne? Digga, das ist krass. Beide Innenverteidiger waren zusammen 200k wert, also... Ja, Digga, ich sag ehrlich, dann geht das sogar noch. Ich würde unbedingt ein Paar nehmen, dann sag ich, ja, ist okay, komm. Dann gib dir mal ab ins Gold-Upgrade und dann sehen wir uns gleich wieder. Und den Mbappé, den du unbedingt wolltest, der war am Tor. Der war der Einzige, der mit dem Paar nichts zu tun hat. Nein, Digga, den hätte ich echt gern gehabt. Den hätte ich wirklich gern gehabt. Schon nichts mehr. Mit ihm zumindest. So, ich hab die beiden reingehauen. Ja, die haben auf jeden Fall Präsenz in diesem Non-Red-Team. Und die werden sich aus meinem Team verabschieden. Ich werde gleich direkt auf den Transfermarkt gehen, mir einen neuen Alisson kaufen, weil den benutze ich immer gerne. Super. Also ehrlich, komplettes Verbrennen ist das jetzt hier gerade. Aber so ist das halt, wenn man verliert. Warte, ich hab ehrlich gegen. Wieso verliere ich auch so oft, wenn Stürmer am Tor ist? Dann gewinne ich nie irgendwie. Ja, weil du dann irgendwo aus irgendwelchen verschiedenen Situationen schießt. Leute, lasst einen Daumen da, lasst einen Daumen. Das war's im Video, lasst 1000 Likes da, dann machen wir 100 Millionen Gold SBB. Das war's von uns, haut rein, mach's gut und bis zum nächsten Video. Tschüss. Leute, bis dann, ciao.